Was geht ab, Leute? Neue Leute Games und willkommen zurück zu Cyberpunk. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. So, es wird Zeit zum Penthouse zu gehen. Alle Sicherheitssysteme wurden deaktiviert. Wird das klappen? Wenn wir wirklich damit durchkommen? Übrigens habe ich ein bisschen anders geskillt. Mir ist das Spiel nämlich vorhin abgeschissen. Ich habe nämlich gesehen, dass es doch besser ist, Reflexe zu skillen. Konstitution lassen war, kriegen wir natürlich immer mehr Gesundheitspunkte und was nicht alles. Und müssen wir auch ein bisschen skillen, damit wir halt Schrotflinten und blablabla mehr benutzen können, effektiver benutzen können. Aber bei Reflexen geht es halt auch ein bisschen um... Wo haben wir es wieder? Charakter. Die Gewehre, auch ganz wichtig. Handfeuerwaffen sind mir jetzt relativ egal und Klingen haben wir natürlich auch. Also muss ich da auch Punkte reinballern. Was ich ein bisschen vernachlässigen kann, ist vielleicht Coolness. Zumindest die Skills davon. Irgendwann müssen wir es auch skillen, weil wir dann einen geilen Crit haben. Ansonsten technische Fähigkeiten, Intelligenz ist mir doch sehr wichtig. Dann diese drei Attribute auf jeden Fall. Und dann immer hier so spartanisch hier die Punkte drauf verteilen. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal geskillt bei den Quick Hacks, dass ich gegnerische Netrunner sehe, wenn die mich versuchen zu hacken. Muss im Kampf richtig praktisch sein. Die Eliminierung eines Ziels von einem Quick Hack getroffen ist verringert. Die bestehende Abklingzeit aller anderen aktiven Quick Hacks um 10%, was richtig cool ist. Das heißt, wir machen so einen Massen-Quick-Hack, verursachen sowieso 10 Schaden. Wo war das nochmal? Das war beim Breach-Protokoll. Genau. Massenverwundbarkeit war das. Ja. So können wir dann den Cooldown komplett reduzieren. Das baut so ein bisschen aufeinander auf. Müssen wir mal gucken. Aber im Prinzip skill ich einfach, wonach mir gerade ist. Ich denke da nicht großartig drüber nach. So. Machen wir mal hoch. Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Ja, bitte. Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seekuh gemeinsam? Sand in der Muschi. Super. Alter. Lebt sich gut als Erbe. Wir sind drin. Arasaka Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Hey, Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Also, um das die Magier gesehen. Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job. Besser ist das. Da, ziehen wir es durch. Boden. Sucht nach einem Schalter. Nach einem Schalter. Hier, die ist bei den Servern. Am Bett? Perfekt. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Hoffentlich drehen wir jetzt nicht voll am Rad, oder? Irgendwer kriegt's mit von der Polizei. Netrunner-Polizei oder was auch immer. Das dauert aber lange. Oh, fuck. Gesellschaft. Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wir müssen uns den Weg gleich hier rausballern. Pass auf. Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn. Öffne den Safe. Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass den mir, okay? Relic intakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Definitiv gut, ja. Gehen wir. Oh shit, warum verschwindet das neben mir nicht? Ah, das ist ein kleiner Bug. Das ist nämlich der Inhalator, den ich gerade hier gesehen habe. Kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein, rein da, jetzt. Oh, ich häng fest. Das ist der Serverraum. Sind drin. Ist das Problem nicht, T. Glaub. Es verschwindet nicht, tut mir leid. Ist ein Bug. Warte eine Sekunde, okay? Oh, der kommt wieder mit diesem riesigen Badass an. Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City Legende. Heißkalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten.
Sind sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Das ist dein Vater. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Alter. Aber dass der unsere Wärmesignatur nicht feststellen kann. Okay. Oh, fuck. Also, Stufe. Arasaka-sama. Mada Bodycheck no owatte imasen. Watashi no musuko da. Sonjite orimasu. Omochi shimashou ka, Rei no. Watashi ga yaru. Itte kure. Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kayane. Den scheiß Raketenwerfer auf seiner Schulter. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somo somo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。え、切れてん、ビシュン。どうしてここへ?で、ファラエンゾン。自分の言葉じゃ何も言えないのか? 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来?俺たち?なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。 Scheiße. Doch umgekehrt. Nicht mehr raus. Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. お前の仕事は何だ?何の話です?単純な質問だ。答えろ。荒坂家。
Scheiße, boah. Noch wissen die nicht, dass wir hier sind. Die werden uns dem Mord nicht etwa anhängen, wenn die uns sehen. Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Scheiße, wir sind geliefert. Ist wohl wahr. Du musst uns hier rausholen. Sofort! Eine Sekunde! Hier haben wir nicht. Okay, und ich muss mal ganz eben das Spiel neu laden. So, da sind wir wieder. Das Ding ist jetzt auch weg. So, raus aus dem Fenster. Öffne das Schloss. Das sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, 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 nein! Nicht jetzt! Die haben mich nicht... Fuck! Dios santo bendito! Scheiße. Ich wusste, das geht schief. Weil Code Red ausgelöst wurde, da ist bestimmt noch was aktiv geworden. Noch ein Sicherheitssystem. Das ist ein bisschen... Blatt auch. Ist das Trauma? Wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Uh-oh. Spring! Oh shit! Ach du Scheiße! Oh Scheiße! Das war knapp! Der Relic! Madres! Oh, das ist nicht gut. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Können wir jetzt auch nichts dran ändern. Sieht weiter, Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Packy ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Wovon zum Teufel redest du da? Der Relic darf nicht isoliert werden. Er braucht eine sichere Umgebung. Naja, irgendwer muss es tun. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, shit. Alles okay? Was ist denn jetzt los? Die Augen. Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Element ruft an. Wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie... Ihr seid zwar nur durch 5 Stockwerke geknallt, aber macht nichts. Garage. Wir könnten was Pasta beim Plattate gebrauchen, ohne Scheiß. Härteren Schädel zum Beispiel. Oh Gott, ich renne hier wie so ein... Ich hatte eine schallgedämpfte Pistole, aber die haben wir ja nicht dabei. Das Feuer auf Bedrohungen erhöht. Yorinobu Arasaka.
Lager wurde evakuiert. Was zum Teufel geht da vor? Ich nehme den hier. Der verschafft uns auch eine Waffe. Töten? Nein. Ah, wenn ich Stealth spiele, kriege ich auch Stealth-Punkte. Okay. Vorsicht. Draußen wird überall Security sein. Okay. Was haben wir für eine Waffe am Start? Keine. Ah, Moment. Moment. Inventar. Wir müssen ja erstmal aus... Ich habe keine Waffe. Ich dachte, ich hätte eine aufgehoben. Na gut. Achtung. Im Konpacki Plaza wurde ein Code Red ausgegeben. Kann man die ducken? Duck dich doch. Jetzt. Naja, die Terrassentüren sahen beschädigt aus. Dann sieh noch mal nach. Okay, ich kann entweder hier lang oder da lang, oder? Den kralle ich mir. Kacke. Das kann ich hacken. Breach-Protokoll einleiten, Kamerasteuerung ausschalten, Remote-Deaktivierung. Boom. Komm mal mit. Was ist, wenn ich den kill? Mal gucken. Ja, Stealth, okay. Ich hätte mich auch vorbeischleichen können, ohne den ausknipsen, meine ich. Ne, ist verschlossen. Hm. Okay. Was können wir denn mit dem Typen machen? Breach-Protokoll starten, Kurzschluss starten. Kurzschluss macht aber nur Schaden, ne? Wir starten mal ein Breach-Protokoll. 55 1C, sehr easy. Was haben wir installiert? Eisbrecher. Achso, wir haben die Quick Hacks dadurch erweitert. Wir haben einen Punkt mehr dadurch. Achso. Optik Neustart oder Kurzschluss. Macht nichts. Was ist, wenn das Breach-Protokoll abläuft? Ich teste das gleich mal. Machen mal einen Optik Neustart mit dem. Hacken den. Was war das? Hör? Die Augen waren weit offen, ey. Bam, Stealth hoch. Erhöht Ausweichen um 3. Leise, sonst entdecken die uns. Können wir mal noch ein bisschen vorrücken. Das läuft ganz gut. Nur noch ein bisschen. Ich finde die Balance gut. Von Schleichen, Schießen. So kann man überall ein bisschen was haben. Bewegen die sich? Wir können uns hier vorbeischleichen. Die gucken beide dahin. Nice. Wir schmeißen deine Leiche den Ratten zum Fraß vor, du Hurensohn. Na, wer ist denn da? Nehmen wir mal mit, warum auch immer. Oh shit. Hab ich nicht gesehen. Achtung. Im Konpacki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Das war knapp. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die. Also ein Breach-Protokoll ist nur dazu da, um mehr Dinger halt zu bekommen zum Hacken. Aber das hält dann nicht so lange, okay. Gib auf, es gibt keinen Kommen. Erstmal schnell speichern. So weit, so gut. Da komme ich natürlich nicht durch. Naja, alles cool. So, jetzt haben wir eine Waffe am Start. Muss ich die extra equippen? Ja. So, das ist schon mal besser als nichts. Hey, Kameras! Komm raus! Und Hände da, wo ich sie sehen kann! Immer mit der Ruhe. Wir haben nämlich einen verfügten Vorteilspunkt tatsächlich bekommen dadurch. Ich könnte mehr Quick Hacks gebrauchen, ganz ehrlich. Merke ich jetzt gerade.
Langsam. Das mit den ungewöhnlichen Quick Hacks finde ich richtig toll. Mehr Schaden. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Schaltet das Schematter für das Herstellen von ungewöhnlichen Quick Hacks frei. Aber ich hoffe, dass wir die noch immer benutzen können. Schauen wir mal. Was mit der Itemherstellung generell? Wir haben Batterien, immer noch Batterien, aber da sind coole Waffen dabei. Ist das nicht sogar ein Quick Hack? Ja, das ist ein Quick Hack. Dafür habe ich tatsächlich sogar alles hier für die Copperhead. Boah, was ein Gerät, ey. Boah, Chemieschaden, Schockschaden, physischer Schaden, Thermalschaden. Geil, was soll ich das Ding herstellen? Ich sag ja, finde ich richtig cool. Boom. Tech-Waffen ermöglichen es dir, besonders durchschlagkräftige Schüsse aufzuladen. Durchdringen so ziemlich alles eigentlich. Geil. Doppelläufige Schrotflinte, das sind die Skimmata. Das kann ich upgraden. Gut, haben wir das auch gesehen. Was ist mit Cyberware? Weil ich hatte da noch was. Moment. Ah, kann keine Mods hier einsetzen. Interessant, okay. Ist das mit allen hergestellten Waffen so? Ich glaube, ich hatte aber auch keine Mods mehr dabei von den, die ich gekauft habe. Doch, hier. Die habe ich gefunden. Ja, warum nicht? Gegner in Alarmbereitschaft? Warum? Ganz einfaches Breach-Protokoll. Boah, wir können eigentlich noch ein Dingens machen. Ich werde gehackt. Position wird preisgegeben. Mist, wer hackt mich denn? Der hackt mich. 100 Pro in dem Raum. Der da. Oder was auch immer. Ja. Macht aber nicht viel Schaden. Okay, so viel dazu. Irgendwie ja schon. Oh, Alter. Muss näher ran. Komm, lasst euch hacken. Nice. Fetzt die ordentlich weg, ey. Geil, geil, geil. So muss es sein. Boah, 750 für den Totenschädelring. Ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu spät. Hab ihn. Oh, shit, 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 shit. Die Heilung war notwendig. Steht der wieder auf und ich treffe den nicht. Krass, die Waffe. Schon sehr stark. Ich wusste, dass Herstellen wichtig ist.